bin der Tobias Schulz. Und ich bin der Lukas Popp. Und wir beide sind im ersten Lehrjahr zur Ausbildung zum Kältemechatroniker. Und wir gehen jetzt zum Kunden. Mein Name ist Alexander Moritz. Ich bin zuständig für die Ausbildung des Berufs Mechatroniker für Kältetechnik bei der Firma Agorti. Mechatroniker für Kältetechnik arbeiten im Bereich Montage, Wartung und Service an Klimaanlagen und Kälteanlagen, Lüftungsanlagen etc. Die Stelle ist für mich so spannend, da wir jede Woche zu einem anderen Kunden gehen, somit immer neue Leute kennenlernen, andere Lokalitäten sehen und immer mit anderen Leuten von uns in der Firma unterwegs sind. Besonders interessant für unsere Servicekräfte ist es auch, dass wir fast ausschließlich bei Großkunden unterwegs sind mit interessanten Anlagen. Das Arbeitsklima ist sehr gut. Ich verstehe mich mit allen Kollegen hervorragend. Das ist jetzt nicht nur so, dass wir jetzt auf der Arbeit nur zusammen in Kontakt haben, sondern auch eben abends mal zusammen irgendwo essen gehen oder nach der Arbeit zum Badesee fahren oder so. Also es macht schon viel Spaß, hier zu arbeiten. Besonders an meinen Arbeitgeber schätze ich, dass ich meine eigene Arbeitskleidung bekommen habe. Ich habe auch meinen eigenen Arbeitskoffer, heißt, da habe ich mein ganzes Werkzeug drin. Wenn mal Fehler passieren sollten, wird uns nicht gleich der Kopf runtergerissen, sondern die haben Verständnis für uns und regeln das dann mit uns so, dass es wieder alles funktioniert. Das Wichtigste ist, dass man technisches Interesse hat. Den Rest lernt man eigentlich hier. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung übernehmen wir alle unsere Lehrlinge. Und je nach Bedarf und eigenen Empfinden gibt es Möglichkeiten, sich fortzubilden. Und hier gibt es dann auch Möglichkeiten, bei uns im Betrieb als Projektleiter oder als Abteilungsleiter eingesetzt zu werden. Mein Tipp für dich ist, bewirb dich jetzt bei uns. Du wirst hier sicherlich mit offenen Armen begrüßt. Und wenn du technisches Interesse hast, dann bist du hier bei uns genau richtig.